Und wir sind unterwegs in Outer Worlds. In das Relais 4711, keine Ahnung. GB23, die stummen Stimmen, quasi die Quest, die wir gerade eben bekommen haben. Das Gute daran ist, ich hätte den ganzen Mist auch mitnehmen können, wenn wir... Freys Tagebuch, ein wunderschöner Traum. Letzte Nacht habe ich geträumt und es war wundervoll. Die Straßen von Byzantium waren dekoriert mit scharlachroten Bannern, die in der Brise lachten. Sie baten mich, sie zu nehmen, sie meinen Liebsten zu geben. Ich nahm das Rot in meine Arme, fühlte mich so lebendig, so glücklich. Ich wandte mich um und sah Delilah neben mir. Ich fragte mich nicht, warum meine Vorgesetzte hier war. Mit Augen voller Emotionen, von denen ich wusste, dass sie sie hat, obwohl sie sie auf der Arbeit nicht zeigen darf. Ich legte das Rot um ihren Hals, wickelte sie dicht wie ein Schal an einem kalten Tag. So wunderschön. Dann öffnete das Rot um ihren Hals sich wie ein zweiter Mund und begann zu schreien, zu kreischen. Als ich erwachte, hatte ich Angst. Die Träume scheinen jetzt so real. Und dieses Mal habe ich ein Gesicht erkannt. Ich musste heute die Arbeit früher verlassen. Jedes Mal, wenn ich Delilah sah, hörte ich ein Flüstern in meinem Geist, wie wunderschön sie mit dem Rot um ihren Hals aussähe. Um ihren Hals. Das muss aufhören. Das bin nicht ich. Das werde ich nicht sein. Ich muss Hilfe suchen. Wahrscheinlich kriegen wir dafür noch einen Schlüssel. Einheitenstatus anzeigen. Also hiermit könnten wir quasi die Roboter ausschalten. Geil. Ich glaube... Oh. Dann wohl doch nicht. Ja, vielleicht doch. Vielleicht können wir sie doch töten. Quasi zusätzlich noch irgendwie XP sammeln. Ja. Ich hasse Minen. Bitte, keiner von euch läuft da rein. Danke. Das sind 10 Meter vor mir gewesen. Okay, das funktioniert. Sehr nice. Ich musste ein neues Tagebuch anfangen. Wenn ich die früheren Einträge lese, höre ich das Flüstern, wie es mich versucht. Das Flüstern hört nicht auf. Bei jedem Menschen, den ich sehe, höre ich das Flüstern. Ich soll ihnen helfen, helfen, helfen. Es zeigt mir den Schmerz, die Sehnsucht hinter ihren Augen. Es sagt mir, wie diese Menschen die Gaben, die ich geben kann, wollen, wie sie sie brauchen. Nur ein paar Augenblicke mit einer Klinge wären nötig. Eine heiße, helle, hungrige Fontäne aus Rot. Ein Fest für die Augen und all ihr Schmerz wäre vorbei. Ich könnte es tun. Ich weiß, wie ich ihnen helfen kann. Es wird schwieriger, mich abzuhalten. Ich war heute bei einem Freund. Einem alten Freund, der jetzt als Arzt für Auntie Cleo arbeitet.
Ich habe ihm von meinen Träumen erzählt. Nicht so genau, natürlich. Oh nein, so närrisch bin ich nicht. Ich sagte, es ginge um ein altes Buch und meine Träume und das Flüstern wären Dinge, die einer Figur darin passierten. Ich fragte ihn, wie er der Figur helfen würde. Er sah mich an und er wusste es. Er wusste es. Er wusste es. Das Flüstern sagte mir, ich sollte seinen Schmerz beenden, dass er es sonst verraten würde. Er würde mich verraten. Ich stand auf und bin schnell gegangen. Ich habe ihm nicht wehgetan. Nicht wehgetan. Nicht wehgetan. Ich muss raus aus Byzantium. Er wird es verraten. Verraten, verraten. Dann holen sie mich und schließen mich weg. Ich muss einen geheimen Ort finden. Einen Ort, an dem ich allein sein kann. Ein Ort ohne Flüstern. Ich frag nicht. Nur fürs Protokoll. Sie machen nicht das, was ihr denkt, dass sie machen. Hoffe ich. Easy, sagt er. Ups. MK2. Schokolade, Schokolade. Oder das, was man hier unter Schokolade kennt. Wenn Zuckerplätzchen ohne natürliche Zutaten gemacht werden. Tabakmaiskolben. Das Flüstern hat eine Quelle und ich habe sie gefunden, gefunden! Ich habe mir eine Zuflucht auf einer Relaisstation gesucht. Die ist fast kleiner als eine Arbeiterhütte. Kaum ein paar tausend Quadratmeter. Warte, was? Kleiner als eine Arbeiterhütte? Kaum ein paar tausend Quadratmeter? Aber ausreichend für meine Zwecke. Ich konnte Byzantium mit genug Bits entkommen, um mir Vorräte für Jahrzehnte zu beschaffen. Es war so seltsam, auf der Groundbreaker unter gewöhnlichen Leuten zu stehen. Das Flüstern war fast still, regte sich nicht angesichts ihrer unterernährten, vernarbten und dreckigen Körper. Wenn nur weniger Frachter dort andocken würden, die echte Menschen aus Byzantium bringen, hätte ich mich dort ansiedeln können. Frei von aller Versuchung. Frei, frei. Als ich diesen Ort bewohnbar gemacht habe, soweit es denn ging, habe ich das Flüstern aus dem Relais-Terminal gehört. Es sagte mir, den Stimmen zuzuhören, die durch den Äther reisten, um mich zu erreichen. Wie sie mir zurufen, ihnen zu helfen. Wie sie allein sind, einsam, meine Hilfe brauchen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, den Transmitter abzuschalten. Keine Stimmen mehr im Äther und kein Flüstern. Es ist stumm, stumm, stumm. Das war gar nicht ich, war es nicht, nicht. Ich bin nicht dieses schreckliche Ding, das ich so lange gefürchtet habe. Es waren die Stimmen aus dem Äther, für die ich anderen wehtun sollte. Aber ich war stärker als sie und habe sie bezwungen. Sie bezwungen, bezwungen. Ich habe schon Pläne geschmiedet, um nach Hause zurückzukehren. Jetzt, wo alles Flüstern bezwungen ist, kann ich endlich wieder leben. Ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren. Ich vermisse meine Familie und meine Kollegen so sehr. Ganz besonders Delilah. Dem ging's gut. Keine Probleme. Alles tutti.
Ne? Hausmeistereinheit. Na, will ich dir eine mitgeben? Ich weiß es nicht. Der könnte ein bisschen tougher sein als der Rest. Wie gut, dass ich so viele MacD-Drähte gekauft habe. Alter, wenn nur ein Schuss irgendwie hier hochgeht oder sowas, bin ich weg. Das ganze Knicken. What happened here? Oh, poor fella. You think he did it to himself, Captain? That's Stille. Hätte man auch auf leisen Sohlen nennen können. Ich hatte Unrecht, Unrecht, Unrecht. Das Flüstern hat nicht aufgehört. Nicht, nicht. Es ist zurück. Es heult, heult, heult vor mir und verlangt, dass ich die Straßen in Rot tränke. Hellem Rot, wunderschönem Rot. Ich weiß nur einen Weg, es zu beenden. Beenden, beenden. Verzeih mir, Delilah. Und das hat die alles aus der Relaisstation hier gemacht? Alter. So, das Zeug haben wir. Ja, dann kommen wir hier raus. Ja, lassen wir die anderen. Das ist auch ein MK2-Wachposten. Ich weiß nicht, wie krass die sind. Lassen wir es mal sein und gehen wieder zurück. Wir haben wieder eine... Wir haben zwei Waffen, die wir reinpacken können. Mittlere Rüstung. Oder wenigstens mittlere Rüstung für den Typen. Könnten wir machen. So, gehen wir zurück oder gehen wir auf... Wo mussten wir hin? War das Gülla? Notsignal. Ach, sieh dir die Aufnahme erstmal an. Das ist auch ein Nebenauftrag. Freie Passage ist Main. Mit 1000 Bits abkaufen. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Monotowab spielen. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Von Cortez, and Orson Shaw. Ich hätte Lust auf ein wenig Unterhaltung. Certainly, Captain. What would you like to hear? Erzähl einen Witz. It's been scientifically proven that those with more birthdays live longer. Ja, okay. Spiel meinen Lieblingssong. Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Das ist nicht mein Lieblingssong. Everyone in Halcyon is contractually obligated to label this or another board-certified jingle their favorite song.
Das reicht fürs Erste. As you wish, Captain. I'll be here. Damit hat sie mich gekriegt, dass Roseway, das ist auf Terra 2. Interessant. We're now in orbit above Roseway, Captain. Ja gut, dann sind auf jeden Fall mehrere Sachen auf den Planeten drauf. Mehrere Zonen. Wenn man ein bisschen eine Zeit lang nicht mehr zockt, dann... Verzeihung, man vergisst alles. Aber ein bisschen Sherlock auf. Felix kommt später. Was essen. Und ich könnte eigentlich hier... Alter, ich mache einfach die Pseudo-Äpfel da rein. Ich habe doch 30 Pseudo-Äpfel. Ja, wobei, die kann ich auch einfach so futtern. Ach, Wasser. Der Likör ist es nicht. Fisti, jawohl. Nehme ich. Spielstand speichern. Zum Start der Fernlandung bis aus, was man nur des Captains einlegen. Nicht einfach Loot liegen lassen, es geht nicht. Muss gleich mal gucken, was Mr. Austausch ist. Guck an, Spreads geben jetzt schon 100. Irgendwas zum Ver... Yep. Na, fast die 10.000. Nur von den Quests auf der Groundbreaker. Aber war ja auch klar, wir mussten ja so viel bekommen. Ich glaube, das können wir sogar... Das können wir drücken, wenn wir die Quests machen. Dann kostet es nur 5.000 oder sowas. So, unbedingt mal die Waffen modden. Raptidon. That's okay. Cover Miss Holcomb.
Ich hab dich doch gerade geheilt. Grrr. Wieso ist die denn nach der Gift? Ach, die vergiften die Dinger. Okay, Reptidon muss ich echt aufpassen. Nehme ich schnell nochmal mit. 20 Minuten. Okay, wir nehmen hier das Zeug. Geben die Quest ab. Vielleicht sind wir 11. Vielleicht hältst du dann länger durch. Na, ich glaube nicht, dass wir 11 sind. Na, wir gehen gucken. Wir geben die Quest mal ab. Und dann modde ich mal die Rüstung. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Weil ich denke, Parvati werde ich permanent dabei haben. Wasser nehme ich mit. Energy Brew. Und den Pseudo-Apfel. Dann passt das. Oder ich gebe ihr... Ich muss mal im Wiki gucken, ob Parvati wirklich eine Preferable Weapon hat oder sowas. Eigentlich sollten alle Fernkampfwaffen funktionieren. Soweit ich weiß. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. So, rüber. Oh, ich könnte gucken, ob und wenn, wie viel Rabatt wir bekommen auf den Codeschlüssel. Das können wir machen. Wenn wir die Quest hier abgegeben haben. Natürlich. Du kriegst diesen Jingle nicht mehr aus dem Kopf, ne? Das haben sie schon gut gemacht. Achso, du bist die Falsche. Entschuldigung. My comm center already got an update ping from the backup relay. I trust everything went smoothly. Mehr oder weniger. Thanks. That's odd. The only messages in the queue are encrypted ones. Looking at the transmission logs, the relay hasn't received a single unencrypted message in the past 36 months. Must be on account of some new security red tape. Well, whatever's the cause, the board and the Earth Minister will see it sorted. Thanks again for saving my derriere. I secured quite the payment authorization for you from Chief Jun Lei. Try not to spend it all in one place. $1,200, kann ich mir damit überhaupt irgendwas leisten? Oh, Rüstung. Welcome. 17. Also was Geiles hat der jetzt auch nicht gehabt. Ich glaube, ich muss noch ein paar Sachen klauen gehen. Have you had a moment to look into that little opportunity I took? You don't hurry up. Ja. Yes, dearie. Anytime. Okay, scheinbar nicht.
Möglich. Habe auch zwei Konzernfrachtern gearbeitet, bevor ich hier gestrandet bin. Jeder hat mich jammern gehört, keiner hat mir zugehört. Für die bin ich bloß Hintergrundstrahlung. War nicht meine Schuld, dass der Captain früher los wollte. War nicht meine Schuld, dass keiner das Mannschaftslog angeguckt hat. War nicht meine Schuld, dass sie mich einfach so ersetzt haben. Jetzt sitze ich hier im Dreck, ohne Bits und ohne Bett. Nicht anders als der restliche Groundbreaker-Müll hier. So lebe ich. Und wenn mich keiner in einer Mannschaft aufnimmt, sterbe ich auch so. Da hier niemand ist, wurde da wohl aufgenommen. Hoffen wir es mal. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier rauskommen, ne? Oh. Holomantel ist aktiv. Du hast daher zeitweiligen Zugang zu diesem Sperrgebiet. Bewegung verbraucht Energie des Mantels. Wenn die Energie aufgebraucht ist, werden dich Wachen zur Rede stellen. Wo bin ich denn? Krankenstation bin ich. Ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? To the last rat is on rotten time. Leave me in peace. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? Ellie hat mich geschickt. What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Sie macht sich Sorgen um dich, ziemlich große. Criminy. She really ain't gonna drop this, is she? All right, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've gotta do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Okay, keine Ahnung, was das da oben soll. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Ellie hat mich gebeten, dir zu helfen, also habe ich vor, genau das zu tun. Udon Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Was hast du angestellt, dass du dich in Schwierigkeiten gebracht hast? What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Und trotzdem glaubst du, dass der Vorstand dich verfolgen lassen hat und versteckst dich jetzt. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week one. Assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the Blood Tear Diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. Was hat das mit dem Vorstand zu tun? Udon was my buyer for when I'd acquired the diamond. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life and nary a plan to make back Udon's deposit I'd spent. Ich muss unbedingt an meinen Konversationsfähigkeiten feilen.
Ich spreche für dich mit Uno Medford. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? So, jetzt müssen wir ganz schnell wieder zurück. Nehmen wir den Rest an. Natürlich nehmen wir den Rest noch mit. Komm. Lass doch keinen Loot liegen. Hör doch mal auf. Gesehen. So, und dann müssten wir auch einfach hier vorne rausgehen können, ne? Schön, dass das keinem auffällt, ne? Dass wir da einfach so rausgehen. Lalala. Any word on Jesse? Sie steht beim Vorstand in der Kreide und glaubt, jemand ist hinter ihr her. Ich kümmere mich drum. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. We can't miss it. Ja komm, wir sind zwar schon über die 30 Minuten, aber mit dem Typen reden wir noch. How do you do? Ah, how might I assist you? Ich bin hier wegen Jesse Doyle. Ich will, dass ihre Schulden gestrichen werden. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Lebendig ist sie mehr wert als tot. Lass sie ihre Schulden abarbeiten. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? Huh. So wie es aussieht, hat sie keine große Wahl. I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Ich fühle mich gerade irgendwie nicht so gut. Der schlechteste Kontakt, sprich mit Ellie. War das jetzt keine so gute? Vielleicht mache ich das nochmal neu. Oh Quatsch. Wo war denn das Medical Ding? War das hier? Medical Bay da. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. That being right, that's nice too. Got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. Pass auf, wenn ich weg bin. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better than average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off.
Willst du damit sagen, dass du für mich arbeiten wirst, nur weil ich Jesse geholfen habe? If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. Willkommen an Bord, Ellie. You won't be sorry. Though it looks like you've got a full roster already. Time to play favorites, Captain. Wir treffen uns auf meinem Schiff. Es ist eine Promenade angedockt. Traveling in style, are we? I'll be sure to nab a cabin with a view. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Ja, ich muss mal gucken. Ich werde wahrscheinlich Parvati austauschen müssen, wenn ich Ellie mitnehmen will. Aber Parvati ist... Ach, ich weiß nicht. Ich mag sie. Parvati ist cool. Ich werde mal speichern und werde mal schauen. Vielleicht... Aber dann muss ich... Ich habe eigentlich keinen Bock, das Ding abzubezahlen. Ich schau mal, ob man das noch anders lösen kann. Und wenn ja, sehen wir das in der nächsten Folge. Oder wir machen einfach stumpf weiter. Dann hat es ja doch zumindest für Level 11 gereicht. Wie immer, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschaußen!